Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz. Ich begrüße dich hier ganz herzlich zu meinem HTML5 Lehrgang für Einsteiger. Wir sind mittlerweile angekommen jetzt bei der 14. Lektion Hyperlinks einfügen. Wie immer der Hinweis, zusätzliche Informationen und das Materialien zum Üben und dergleichen mehr findest du unter www.html5lernen.at. Hier kannst du auch etwas genauer nachlesen, was ich hier im Video bespreche. Gehen wir also in die 14. Lektion. Entscheidend für HTML und für den Erfolg von HTML war sicherlich die Möglichkeit, hier Seiten zu verlinken. Das heißt, ganz einfach auf einen Link drauf zu klicken, du kennst das ja, und dann auf eine nächste Seite zu kommen. Und verantwortlich dafür, dass das Ganze funktioniert, ist das sogenannte A-Tag. Ja. Und A steht für Anchor, für Anker. Und das Ganze ermöglicht eben dann, es einem Seiten miteinander zu verlinken. Entscheidend ist hier die Ergänzung href. Schauen wir uns das gleich in einem Beispiel an. Wir haben hier eben ein HTML-Grundgerüst wieder. Und hier ist dann der A-Tag, der hier geöffnet wird. Und hier gibt es noch einige zusätzliche Angaben, die ich dann gleich ansprechen werde. Und geschlossen wird das Ganze hier mit einem kleinen Backslash A und Größerzeichen und alles, was da hier dazwischen steht, also hier ist ja der Anfangstext, der geht bis hierher, ist dann der Text, der dann als Link erscheint. Schauen wir uns mal genau an, was hier in diesem Anfangstext steht, das ist das href und das href bewirkt dann, dass diejenige Internetseite oder die Datei, auf die man verlinken möchte, hier hineingeschrieben werden muss. Dann gibt es hier die Möglichkeit, noch ein Ziel anzugeben, Target, als Self und als Blank. Hier oben habe ich das auch nochmal eingeführt. Self bedeutet, dass ich in derselben Seite, das heißt hier zum Beispiel, wenn ich hier einen Link hätte und dann würde dann hier in dieses Fenster geöffnet werden, in diesem Tab, würde genau diese Webseite hier ersetzt werden. Wenn ich einen Blank Tag verwenden würde, den werde ich dann gleich hier beanspruchen, also werde ich gleich verwenden, öffnet sich ein neuer Tab. Ich mache das hier gleich. Es hat sich hier also ein neuer Tab geöffnet und ich sehe dann hier dementsprechend dann die Links und sehe dann hier zum Beispiel, wenn ich hierher gehen würde, würde eine neue Seite aufgemacht werden mit wirlernen.at und hier würde es dann ersetzt werden. Gehe wieder zurück, schauen wir wieder den Quelltext an. Das ist genau dieser Quelltext mit href, wird dann in dem Fall hier genau dasselbe dieselbe Zieladresse angegeben, nur mit dem Unterschied, dass immer das Target Self oder Blank verwendet wird. Also man kann in diesem Fall hier ganz rasch einen Hyperlink dann eine Webseite dann einfügen. Eine Besonderheit ist dann eigentlich, dass man zum Beispiel nicht einen Text einfügt in einem Link, wie wir es oben gehabt haben. Hier haben wir zum Beispiel einen Text gehabt, der unterstrichen wurde und darauf konnte man klicken, Lorem oder Set. Ich mache das Ganze jetzt hier weiter, das Ganze, und mache dann hier wiederum einen href, geht dann bis hier wieder abgeschlossen, sondern ich füge dann hier anstelle eines Textes dann hier eine Grafik ein. Wie das geht, weißt du ja schon. Schauen wir uns das hier dieses Beispiel an. Hier habe ich hier eine Grafik. Schauen wir hier die Quelltext dazu an und habe dann hier wiederum eben diesen href-Tag mit blank, eben ist wieder ein neues Fenster bzw. ein neuer Tab geöffnet mit der Internetadresse und hier dann die Adresse zu der Grafik, die ich hier eben eingebunden habe. Und hier wird das Ganze dann, nämlich dieser A-Tag, das Anchor-Tag, dann abgeschlossen mit dem kleinen Backslash A. Schauen wir, ob das hier funktioniert. Ja, tatsächlich springt man zu einer ganz tollen Seite, Open Clipart Library. Hier hinterlegen Leute dieser Community, dieser Gemeinschaft gehören Grafiken, die man dann frei verwenden kann, ohne dass man irgendwelche Copyright-Bedenken haben müsste. Also eine tolle Seite, die man nur empfehlen kann. Ja, dann eine weitere Möglichkeit ist es, Links nicht nur außerhalb auf eine andere Seite zu machen oder auf andere Dateien, sondern Links innerhalb einer Webseite eben anzunehmen. Das heißt, wenn ich eine lange Webseite habe, wie in diesem Fall hier, kann man das gleich hier mal anschauen. Hier habe ich so einen Anker gelegt. Wenn ich hierher klicke zur Aufgabenstellung, springe man ans Ende der Seite. Und etwas Ähnliches habe ich hier dann bei diesem Beispiel hier gemacht. Ich habe hier wieder einen HTML-Quelltext, ein Grundgerüst, hier Body, einen sehr langen Text hineingegeben, man sieht auch die Unmenge an Zeilenumbrüchen, BR. Und wenn wir uns das hier anschauen, dann habe ich hier herunten ein Ziel hinterlegt und das Ziel wird jetzt mittlerweile in HTML5 so formuliert, man macht hier wieder einen A-Tag auf und zu
und füge dann eine ID ein und hier dann ein Sprungziel unten. Wenn ich dann hinaufgehe, habe ich hier oben einen Link gemacht und hier wieder angesprungen. href unten. Ja. Nach unten, das ist dieser Text. Wenn ich dann hier draufklicken werde, später dann springe ich dann an die Stelle. Hier ist dieses sogenannte Kanalgitter, springe dann nach unten. Schauen wir mal nach unten. Und hier habe ich dann wieder einen Link nach oben gemacht. href oben. Dieses Kanalgitter, wieder hier der Text. Dann muss ich oben auch ein Sprungziel haben. Das war hier dann mit AID. Schauen, wie das Ganze dann funktioniert. Ich habe hier also diesen langen Text. Wenn ich zum Ende springen möchte, klicke ich nach unten, springe dann nach unten, wieder nach oben. Das heißt, der Text wird rauf und runter gescrollt und der Seitenquelltext dürfte dann dir bekannt vorkommen. Dann als Sprungziel eben nach oben hin ID. Der Link, dass man nachher unten springt. Dann wieder das Sprungziel, wenn man von oben herunter springt, nach unten. Und dann hier wiederum ein normaler A-Tag, der dann eben bewirken soll, dass man eben nach oben springt. Auch hier wieder empfehle ich dir, die Aufgabenstellungen genau durchzuarbeiten, damit du das, was du hier eben dann gerade gelernt hast und gesehen hast, dann auch praktisch gleich ausprobieren kannst.